Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Hofnormann auf der Hof Bergmann zusammen mit dem Toledo Dynast, dem Paul, einen wunderschönen. Hallo, Hallo, Grüße. wir sind immer noch in der Woche der Echwanderung. Es ist sehr, sehr schön. Also, Gentlemen, erstmal, vielen Dank, dass wir auf Sonntagabend noch nach dem Public hier kurz uns die Ehre geben, wenigstens noch, mal gucken, wie viele Folgen es wären, 1, 2, 3, keine Ahnung, aufzunehmen. Und weiß ich nicht, vielleicht hat Toledo es auch gleich auf, aber auf jeden Fall drei von vielen gucken auch gerade zu, wie die Elche durch den Schnee stapfen. Okay, sie haben ihn gerade verlassen, ne? Aber wie sie durch den Schnee gestapft Oh, da sind sind, sie wieder. Ah. ist schon spannend. Guti, ansonsten, jeder hat gerade was zu tun. Braucht noch Ich mache jemand da was? weiter, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Ich verkaufe Methan. Okay. Lars habe ich gerade schon im Boot Ich gesehen. fisch. Okay, Paul steht hier und fährt mich ab. Alles fein. Ist gerade einer schon als ab. Ja, komm, ich melde mich schnell an. Erledigt. Danke. Ich habe es nur gerade gesehen. Ja, als du sagtest, ist, denn dachte ich mir, ja, bin ich Zeit. Ja, alles gut. Wenn du einen Link hast, gucke ich mir diesen Elch-Dingens da auch Und mal das ist gar kein Problem. Also an alle, die vielleicht das vom Public nicht mitbekommen haben, ist die Seite ist und denk, was erzählen die Jungs eigentlich? SVTplayer.se, die schwedische Seite, da gibt es die große Echwanderung. Voraussichtlich bis zum 9. Mai. Ja, mach mal Livestream. Wieso sehe ich denn jetzt eine Ente? Da ist doch gar Nee, kein. nee, warte, wenn du auf live, du musst unten noch auf Du einmal musst auf auf live live gehen. klicken. Und dann hat aber gerade die Kamera weggeschaltet von der Nahaufnahme. Du siehst sie jetzt links im Video hinten im Wald stehen. Das ist übrigens Links auch im total. Video hinten im Wald Wenn du im steht. Livestream bist, Ah, siehst du. ja, ich sehe sie. Das ist voll Oh. geil, ne? Ich habe Ich das so, und heute. der führt den Bund, der sagt, oh, guck mal, das sind Elche. Ey, ich habe heute gekocht und habe es mir währenddessen nochmal angemacht. Ich habe vorhin wirklich ein bisschen mit den Kindern geguckt und dann haben wir schon mal so ein Rudel aus 11 gefunden oder so eine Gruppe, es ist ja kein Rudel. Und während des Kochens nochmal angemacht und dann schwenkt die Kamera in so einen Wald. Haben wir. Was gab's denn heute bei euch? Was? Ich, nee, relativ unspektakulär. Kartoffeln, die dann zu Stampf gemacht wurden mit Spinat und Fischstäbchen. Also so ein Klassiker, aber hatten wir. Fischstäbchen und Kartoffelpüree. Ja, genau. Und dazu halt, wie gesagt, Oh, Spinat. Genau. Spinat halt. Ja. Und währenddessen habe ich halt während des Kartoffelschneidens, Schälens, habe ich dann halt einfach mal geguckt, nochmal reingetappt Nom quasi. nom 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 Ja, nom. genau. Schön Das denke ich alles mir auch nehmen, gerade. was Nom es nom gibt. nom. Und dann wechselt die Kamera und direkt habe ich mich beim systematischen Durchsuchen des Monitors gefunden. So, oben links angefangen, so, okay, sehe ich gerade hier was? Nee, sehe ich nicht. Schade aber auch. So, echt erstmal geguckt, wo sie stehen könnten. Das ist halt auch ganz cool, selbst wenn du gerade nichts siehst, einfach nur so wie gerade so ein bisschen Natur, ist irgendwie trotzdem schön. Einfach nur mal die schwedischen Fjorde da oben zu sehen. Gefällt mir auch. Ist beruhigend, würde ich sagen. Ja. Zum Runterkommen ganz Oh, eine cool. Ente. Hast du mal Was Enten? wollen Wo wir siehst du denn? sagen, Ach Junge? da! Warum bin. 40, Ich bin 50 schneller. Prozent. Ey, scheinbar bist du wirklich. Ich habe ich einen kleinen Delay. Ich muss gleich mal F5 drücken, weil du sagst ohne Ente. Und ich denke, hä? Ich sehe doch noch den Fjord. Und so 5 Sekunden später schaltet er erst um. Geht ja gar nicht, dass der mit Internetproblemen vor mir ist. Kann ich nicht Betrug. zulassen. Aber selbst wenn du guckst, wie die Ente da gerade schön sich was zu essen reinführt, ne? Aber reinführen ist auch ein ganz gutes Oh, Stichwort. oh, was führen wir rein? Ja, nichts Dramatisches, nichts, was du denkst. Wir haben gestern Abend die Dachbox aufs Auto geschraubt.
als die Kinder geschlafen haben, weil brauchst du ja ein bisschen Ruhe, erste Mal drauf, dieses kleine Koloss-Ding da oben auf Dach. Und heute schon mal angefangen zu packen. So angefackt? Angefangen zu packen. Du hast dich nur einfach, setz doch jetzt keine Gerüchte, dass ich was Falsches gesagt habe in die Welt. Nein, also, du hast einfach nur im Zuge deiner Müdigkeit den Wortlaut nicht genau getroffen. Ich werde gerade wirklich müde, das ist mein Problem. Aber egal, für Müdigkeit ist keine Zeit. Ich muss noch die Folgen hochladen und beschriften, damit ich das nicht morgen früh machen muss. Also, angefangen. Wann fahrt ihr denn los? Ah, nur erst gegen 10. Ja, also. Aber trotzdem, man muss sich ja halt keinen Stress machen, wo keiner sein muss. Ja, warum macht die Ente so komische Bewegungen? Keine Ahnung. Kann ich dir... Nee, wie putzen sah das irgendwie gerade auch nicht aus. Ich weiß es nicht, was sie da gemacht hat. Angefangen schon mal das ganze Zeug da reinzupacken. Ah, da wird man auch schon wieder zum gefühlten Tetris-Meister. Wenn du halt... Ja, ja. Das muss noch mit. Ja, das ging. Wir hatten das hatten wir schon vorbereitet, aber so angefangen und wir haben ja diesen großen, diese große Kinderschiebkarre, wie auch immer man das Ding da richtig nennt. Und der muss halt A oben in die Dachbox, B passt genau rein. Und musst aber halt gucken, dass du es gut positionierst, dass der Deckel noch drauf passt von der Höhe, weil zu weit vorne geht es dann doch nicht, zu weit nach hinten passt es mit diesem Schiebehaltegriff für die Eltern nicht. Und was packst du da vorne, was packst du nach hinten und wie passt das mit dem Gewicht? Und das war schon... Und dann musst du ja grundsätzlich aufpassen, die Dachbox darf nur, keine Ahnung, 75 oder 100 Kilo oder so. Ja, 100 Kilo Dachlast, aber die Dachbox alleine wiegt schon 25. Ja, genau. Das stimmt. Wobei ich tatsächlich nicht gewogen habe, ich habe das Pi mal Auge gemacht und bin der Meinung, 75 Kilo plus minus kommt hin. Wir haben kaum oh, wow, Klamotten oben drin. Die Dachbox ist fast zur Hälfte gefüllt mit dieser Kinderkarre. Ist halt einfach riesig. Aber lieber das als zwei Kinder, eins links, eins rechts tragen, ne? Jo. Oh, das hat man vorhin schon gesehen. Das ist übrigens eine sehr, sehr spannende Aufnahme, wenn du in die Mitte da guckst, warum die ganzen Rahmen da sind. Was futtern die da? Ja, frag einfach nicht. Wir sprechen nicht drüber. Ich hätte gedacht, Raben sind keine Aasgeier. Die fressen alles, was sie kriegen können. Ja. Die Tauben, ja. Die Ratten der Lüfte. Ja, ab. Ja, Tauben haben die da oben ja nicht, aber Oh, die reden sogar miteinander. Mhm. Die Rahmen, klar fressen die alles. Draven. Sind ja auch klug. Ich wollte gerade sagen, solange es noch gut ist, warum sollten sie es nie nutzen? Achso, haben wir eigentlich jetzt alles geerntet, oder? Sieht so aus, ja. Ja, aber nicht gerade so selbstverständlich. Geerntet haben wir dann alles nach der 1, ja. Oh, Paul. Ja, bitte? Deine Kirschen sind wieder reif, ne? Sind sie das? Ja, ich hab's nur gerade gesehen. Ja, das ist bei mir ein bisschen trügerisch, weil manchmal sagt er, die sind reif, aber die sind da gar nicht reif. Achso, laut Map sind da gelbe Streifen. Nee, die sind am Wachstum. Okay, ja, sorry, nichts. Ja, der sagt irgendwie nur, keine Ahnung, ich glaube, das Gras hier, obwohl das. Uwe, wenn du Arbeit suchst, du könntest mal die BGR wieder vollfahren mit Gärsubstrat. Ja. Also Mist, Gülle. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir den Mist übernommen haben, wenn ich ehrlich bin. Wenn, dann stand er. Ja, wenn wir nicht haben, dann halt Silage oder so. Aber der ist bald, die ist bald leer, die BGR. Ja. Ja, Mist haben wir nicht übernommen. Aber warte mal, ich guck mal, wie viel Gülle wir haben. Das ist aber das Falsche. Wir sind hier auch nicht viel. Achso. Okay, dann. Oh.
Dann hole ich mir einen Anhänger. Mache ich. Hier, da seht ihr hinten links übrigens, seht ihr den Jungen, der gerade aus dem Bild läuft mit der großen Manschette um. Hinter dem Baum leider gerade. Mit dem GPS sein, ne? Ja, genau. Was soll denn auf die 1 drauf? Guck doch im Plan. Ich gucke. Wir haben doch jetzt wieder unseren Planer. Gerste. Die stehen da auch wie bestellt und nicht abgeholt. Ja. Vor allem der ganz links, denkt sich so, oh Gott, nee, ich bewege. Ja, so ein bisschen weggerutscht gefühlt. Ja, wie gesagt, die müssen halt über diesen Fluss eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, schwimmen. Vielleicht waren die gerade auf einen guten Moment, dies zu tun. Ich kann mir auch geilere Sachen vorstellen, als bei 1 Grad Wassertemperatur durch den Fluss zu schwimmen. Ja. Vor allem frage ich mich, wie schwer dann deren Fell tatsächlich wird. Ich weiß nicht, saugt sich das dann voll oder? Gar nicht bestimmt, so, ne? Das wird gar nicht so schwer, weil das ist nämlich voll fett, das Fell. Ah, okay. Und dadurch kann es kein Wasser aufsaugen. Das natürlich macht Sinn, ja. OPH müssen. Deswegen auch wird denen auch nicht kalt, weil die so ein voll fettiges, luftiges Fell haben und das halt einfach nicht abkühlt. Das ist halt eine super Isolationsschicht, ne? Genau. Ist halt keine Wärmebrücke drin. Ja. Das ist, wenn wir wieder beim Thema von letzter Woche. Die Natur weiß alles, wie sie sich zu helfen. Ja, also würden die nicht angepasst sein an die Temperaturen da oben, würden die da wahrscheinlich nicht seit Hunderten, Tausenden von Jahren wohnen. Ist richtig. Aber das Coole ist, ich habe das ja heute Mittag schon mal geguckt und immer wieder so die gleichen Kameraeinstellungen, wo ich mich jetzt frage, okay, ist das eine neue Gruppe, die da gerade lang wandert? Oder ja. Sind das die von vorhin und sind nochmal umgedreht? Weil Rekord aus 2022, 63 Elche, die sie augenscheinlich gezählt haben. Da frage ich mich jetzt, okay, 63 ist gar nicht so viel, weil das sind, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 habe ich jetzt gezählt. Ja, 11 hätte ich jetzt gesagt. Und eine 11er-Gruppe hätte ich vorhin schon mal gefunden. Sag mal, wie kriege ich denn das hier abgeladen? Oder muss ich hier vorne hin? Achso, vielleicht muss ich auch das Richtige auswählen. Warte mal. Das ist für Gülle natürlich. Klar, wenn man guckt. Sorry, ich mache das noch nicht so lange. Und wenn man den richtigen Container auswählt, dann geht das auch. Kann ich da vorne rausfahren? Nee, da gibt's keine. Okay. Nee, aber du kannst durch das Fahrsilo drehen. Ja, ich würde jetzt sogar behaupten, ich schaff's hier zu drehen. Guck mal. Ja. Passt. War mir noch nicht sicher, ob ich da vorne rauskomme, sonst wäre ich gerade weggefahren. So, was esse ich jetzt? Gar nichts. Warum nicht? Weiß ich nicht. Das ist schon spät. Du hast gefragt. Ich habe gerade einen Schnitzel gehabt und einen Leberkäse und jetzt habe ich wieder Hunger. Schnitzel und einen Leberkäse? Ja, so eine Scheibe halt, ne? Nicht so ganz das Ding. Wo? Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du dir nicht so einen ganzen Leberkäse ins Gesicht gefahren hast. Ja. Die Frage ist, warum nicht? Weil ich nicht so viel hatte. Ich habe nur ein bisschen Reste von der Geburtstagsfeier gestern mitgenommen. Ist und da ist wieder die Frage, warum nicht? Ja, also ich hätte auch 10 Kilo Schnitzel mitnehmen können. Also. Ist der Kollege hat ein bisschen zu viel bestellt. Er hat 50 Gäste auf der Liste stehen gehabt, hat dann für 50 Gäste auch bestellt bei einem Metzger und hat aus Versehen erwähnt, dass es zur Feuerwehr geht. Also hat er aus 50 gefühlt 75 gemacht und es sind aber nur 40 gekommen. So, wenn jetzt ein Metzger für 75 Leute Schnitzel macht, dann macht er
Minimum mal so 100 bis 125 Schnitzelchen. So kleine, also so etwas mehr als EC-Kartengröße, würde ich jetzt sagen. Hier so halt. Klein und praktisch, damit man. EC-Kartengröße. Ich war gar kein. Ja, es waren jetzt keine Lappen à la Kalbsschnitzel platt gehauen. Ja, nee, das nicht, aber wenn ich jetzt so, ich weiß nicht, also wenn ja, ich jetzt so überlegen würde, ich mach das für eine Fußball ist ja schon Feuerwehr oder auch Fußball ist ja wurscht, dann packe ich die halt, weiß ich nicht, so groß, dass ich sie auf ein Brötchen legen könnte, weil dann vielleicht viele sagen hier Schnitzelbrötchen. Ja, ich meinte ja so EC-Karten etwas größer halt. Ja, bei EC-Karten, Toledo. Ja, ungefähr Brötchengröße und eine EC-Karte ist nicht viel kleiner als ein Brötchen. Dann habt ihr komische Brötchen bei euch. Naja, kommt ihr an die Farbe kommt, dass ihr wisst, was Brötchen sind. Wir in Bayern kennen Brötchen, die sind so groß wie. Wie deine Pranken und die sind auch nur EC-Karten groß. Ha! Okay. Nee, aber dann hast du natürlich ein bisschen viel zu viel, wenn sowas ist. Weil gefühlt lagen da noch 150 Mettwürstchen und keine Ahnung, 200, 300 Mini-Frikadellenbällchen. Und das wurde nicht weniger über den Abend. Oh, guck mal, der sitzt da und isst. Der denkt sich auch, jetzt ein Mettbrötchen wäre viel geiler. man weiß es nicht. Aber. Lars läuft gerade zu den Sabber aus dem Mundwinkel raus. Ja, ich habe gerade so wegen. Ja. Okay, was wir auf jeden Fall aber wissen, ist, dass wir am Ende der heutigen Folge angekommen sind. Liebe Leute, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.